Wiederaufstieg eines Superstars, damit ist die deutsche Wirtschaft gemeint. Und wir wollen heute darüber reden, ob tatsächlich der positive Trend sich fortsetzt und was das für die Kapitalmärkte bedeutet. Die Prognosen liegen ja jetzt auf dem Tisch und sie sind im Laufe der letzten Wochen besser geworden. Die Optimisten, die sind jetzt in der Überzahl mit Blick auf 2011. Und ich blicke auf zwei sehr prominente Gesprächspartner, die Sie alle kennen, meine Damen und Herren. Zu meiner Rechten Hans-Jörg Naumer ist der Leiter der Kapitalmarktanalyse von Allianz Global Investors. Hallo, Herr Naumer. Hallo, Herr Kurzer. Und zu meiner Linken nicht weniger bekannt, direkt vom Tegernsee eingeflogen, Dr. Alexander Seibold, Gründer und Inhaber der gleichnamigen Vermögensverwaltung. Grüß Gott, Herr Seibold. Grüß Gott. Fragen wir doch jetzt mal den Volkswirt als erstes. Kann man tatsächlich, wie es zum Teil geschehen ist im Laufe der letzten Wochen, von einem kleinen deutschen Wirtschaftswunder sprechen? Das kann man ganz bestimmt, wenn wir auf 2010 zurückschauen zum einen, aber ich denke auch auf 2011 blickend. Da hat sich enorm was getan in den letzten Quartalen und da steht uns noch einiges im Haus, was für die Kapitalanlage attraktiv sein dürfte. Das wollen wir ja im Einzelnen im zweiten Teil der Diskussion bereden. Aber Sie sagen schon, Sie haben es schon angedeutet, die Anleger werden davon profitieren. Auf jeden Fall. Also meine Prognose ist, wer am Geldmarkt bleibt oder auf Staatsanleihen vertraut, der macht einen Fehler. Da kommen wir später nochmal drauf. Ihre Kunden sollen auch keine Fehler machen, werter Herr Dr. Seibold. Sind Sie ähnlich optimistisch wie das, was wir bisher gehört haben, oder haben Sie gewisse Zweifel an dem? Wir sind ähnlich optimistisch, sehen es auch ähnlich, aber ich würde ein bisschen mehr streuen zwischen Deutschland und USA. Also nicht alles auf die deutsche Karte setzen. Gut, aber darüber sprechen wir nachher noch en Detail. Herr Naumer, was ist eigentlich so das Element, von dem Sie sagen würden, Mensch, das hat mich am meisten überrascht. Das ist eigentlich der Antriebsmotor für unsere Erholung, die sich hier offenbar fortsetzt. Also ein Teil hat mich schon überrascht, das war die Binnenkonjunktur, die wir im letzten Jahr gesehen haben, die auch jetzt noch sehr stabil ist. Also ich denke an die Binnennachfrage, vor allem in Form der privaten Verbraucher. Das muss man sicher im Kontext sehen der guten Arbeitsmarktdaten. Und hier war einfach das Krisenmanagement um die Finanzmarktkrise, nach der Finanzmarktkrise ganz hervorragend, Stichwort Kurzarbeiter zum Beispiel. Das hat klasse funktioniert. Davon profitieren wir noch heute. Das war ein Überraschungsmomentum. Es sind also nicht nur die Exporte? Es sind nicht nur die Exporte und das ist für mich eigentlich das Wichtige, denn unsere Konjunktur lebte ja eigentlich immer zuallererst von den Exporten und das Wachstum insgesamt war deswegen schwach, weil die Binnennachfrage nur hinterhergehumpelt ist. Das hat sich ein ganzes Stück verschoben. Ich denke, das werden wir auch im laufenden Jahr merken und das tut uns gut, weil der Wirtschaftsmotor einfach jetzt runterläuft. Die, ich nenne sie mal die größten Optimisten ihrer Zunft, also der Volkswirte, die geht ja sogar davon aus, dass wir erst am Anfang eines langfristigen Aufschwungs stehen, dass wir also erstmal einen gewissen Aufholbedarf hinter uns haben und jetzt eine kontinuierliche, vielleicht nicht sehr starke, aber eine nachhaltige Wachstumsphase beginnt. Teilen Sie diesen Optimismus? Also wenn ich über Deutschland hinaus gucke, bin ich durchaus optimistisch, weil ich davon ausgehe, dass wir im Prinzip am Beginn des sechsten Kontratiefs, also einer langen Wirtschaftswelle, eine Aufschwungwelle stehen. Aber wie jede Welle natürlich, die muss man surfen können. Da wird es auch noch eine Menge Volatilität geben, da wird es Risiken geben. Denken wir an die PIK-Staatenkrise zum Beispiel, das Thema Entschuldung in den USA. Also so ganz so einfach wird es dann doch wieder nicht. Aber der Grundtenor ist ein Grundtenor, der positiv ist und der heißt Wachstum. Das stimmt schon. Da muss ich aber nochmal nachhaken. Uns hier in Deutschland geht es doch erheblich besser als unseren meisten Nachbarn und als in Amerika. Man könnte ja schon fast sagen, China und Deutschland, das sind so die Säulen der Weltwirtschaft. Wird das auch so bleiben, dass wir also eine bessere Performance haben als viele unserer Nachbarn? Liegt zum Teil sicher auch an uns selbst, das muss man ganz klar sagen. Das Wirtschaftswachstum Chinas, denke ich, ist sehr viel größer, dauerhafter, nachhaltiger, weil sich dort im Prinzip das große Wirtschaftswunder, das wir mit Erhard erlebt haben, genau wiederholt. In Deutschland ist es, Sie haben es richtig gesagt, eher ein kleines. Ich schaue jetzt erstmal auf 2011, bin durchaus optimistisch für 2012, für die Aktien ohnehin. Aber man muss natürlich schon aufpassen, wenn wir rein von der Wirtschaft reden, da haben wir auch viel in der Hand. Also das Thema Strukturprobleme bleibt natürlich schon. Das wird momentan ein Stück weit überglättet. Also Strukturprobleme, Frage Demografie beispielsweise. Natürlich haben wir mit Staatsschulden zu tun und dergleichen mehr. Das heißt also, hier müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein, als wenn wir jetzt einen direkten Abgleich China-Deutschland machen. Über die Staatsschulden reden wir gleich noch. Herr Seibold, wenn Sie diese Zuversicht weitgehend teilen, dann stellt sich hier automatisch die Frage, wo sind eigentlich die Risiken?
Ich denke mal, wir haben durchaus Risiken auch in Deutschland. Wir haben natürlich einen sehr starken Optimismus gehabt in 2010. Die Frage ist, ist schon alles, wenn ich es jetzt mal auf die Börsenwelt übertrage, ist schon alles drin? Wo ist noch Luft da? Die Stimmen mehren sich, vorsichtig zu werden. Die zweiten Stimmen mehren sich, ist dann wirklich auch der Aufschwung nachhaltig in Deutschland, sprich auch das Thema Euro-Krise, eventuell doch als die Exportbremse für Deutschland. Also ich würde auf jeden Fall zweigleisig denken, hat es vorhin schon gesagt, das Thema USA für mich auch sehr wichtig. USA ist aus dem Double-Dip-Szenario, denke ich mal, definitiv raus. Wir haben, also dort geht es auch jetzt aufwärts? Es geht aufwärts, die Konjunktur hat Boden gefasst. Wir haben natürlich ein umgekehrtes Szenario wie hier. USA lebt im Wesentlichen vom Konsum. Wir, wie gerade besprochen, vom Export. Aber der Konsum in den USA scheint robust zu sein. Die Arbeitslosenquote, die letzten Zahlen waren sehr positiv, rückläufig. Also ich denke, USA hat den großen Vorteil auch, ein großes Wirtschaftswachstum hinzulegen. Und die sind wieder mal unterschätzt worden, die Amerikaner. Das haben wir schon oft gehabt. Die Älteren wissen das. In den letzten 30, 40 Jahren hat man schon oft Amerika quasi kaputt geredet, die Wirtschaft, und die hat sich immer wieder erholt. Ich denke ja, Amerika ist natürlich die Säule nach wie vor. Also geht also nicht nur um China. Es geht nicht nur um China, es geht auch um USA im Schwerpunkt. Wir haben Obama natürlich auch als den großen Triebfaktor mit dabei, zwar etwas angekratzt, aber jetzt wieder im Kommen scheinbar, ganz wesentlicher Faktor. Und ich denke, der wichtigste Punkt für mich auch gegenüber Deutschland ist, USA hat nicht den Eisenklotz, die sozusagen Eisenkugel am Bein des Euro, sondern können in der Hinsicht relativ frei agieren. Wir haben aber gar keine Euro-Krise, von der ständig gesprochen wird. Das ist Geschmackssache. Also gut, zumindest von der Währungsseite, der Euro ist ja so schwach nicht. Aber wir haben mehr eine Finanzkrise, eine Bankenkrise, eine Schuldenkrise, wenn man das so sieht. Eine staatliche Schuldenkrise, oder? Gute Definitionsfrage. Ich denke mal, in der Konsequenz haben wir sicherlich eine Beruhigung der Situation. Definitiv, man sieht es ja auch am Euro-Dollar-Kurs. Wir haben jetzt wieder Richtung 1,34, 1,36 eingeschlagen. Ich denke mal, persönlich wird es sogar vielleicht einen Tick weiter Richtung 1,38 gehen. Ist Ihnen das zu viel jetzt für die Exportwirtschaft? Das wollte ich gerade sagen. Das ist sicherlich vielleicht dann schon zu viel des Guten. Und vor allen Dingen, glaube ich, weil Sie gerade Risiken angesprochen haben, das große Rückschlagsrisiko hier vorhanden, dass das Thema Euro eben oder Euro-Krise, Transferunion etc., alles was so aufkommt, wieder stärker in den Vordergrund tritt. Bleiben wir nochmal bei Deutschland im internationalen Kontext. Wir haben ja monatelang darüber diskutiert, viele Kollegen vor allem, also mir ging das schon ziemlich um Senkel, muss ich sagen, dass überall Blasen sich bilden, mal da, mal dort, die jetzt irgendwann mal platzen. Amerika scheint weg vom Fenster zu sein. China wird dann gerne genannt, wobei ich glaube, dass die Chinesen unterschätzt werden. Haben Sie noch Angst, dass irgendeine Blase platzen könnte, die sich dann auch weltwirtschaftlich auswirkt und damit auch auf uns? Ich denke sicherlich, vielleicht im Rohstoffbereich, wenn ich das Thema Edelmetalle nehme, ist eine kleine Blasenbildung da. Thema Goldpreis, Silberpreis, Platin, entweicht allerdings bereits gerade zur Zeit. Also ich denke, da sind wir auf einem ganz positiven Weg. Deswegen auch mehr hier Schwung auf die Agrarseite, weil die ist ja nachfragegetrieben und eigentlich spekulationsunabhängig weitgehend. Also von daher würde ich hier den Schwerpunkt ziehen. Ansonsten denke ich im Moment Krisenszenarien oder Blasenszenarien eigentlich so extrem ganz und gar nicht vorhanden. Ja, da haben wir auch keine urologischen Sorgen mit Blasen und Ähnlichem. Ich muss sagen, da geht es mir noch gut, war auch gerade bei der Vorsorge. Ja. Aber um das mal auf die Kapitalmärkte runterzubrechen, also bei allem Optimismus, ich muss da schon ein Stück weit auf Sicht fahren, was die Blasenbildung betrifft. Ein latentes Risiko haben wir, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich denke an die potenzielle Geldmengenausweitung, die sich um die Zentralbankbilanzen aufblähen kann und die natürlich dann auch in das System abfließt. Rohstoffe könnten ein latenter Fall sein. Die Emerging Markets haben so ein
bisschen eine Fantasie, die vielleicht auch zum Überschießen neigt. Das heißt, Liquidität ist da, die Liquidität hat das Risiko, dass sie die Aktien, die Märkte insgesamt, auch die Rohstoffmärkte abheben lässt. Aber das Gute ist, aktuell sehe ich es nicht. Und was wir beachten müssen, ist, dass die Zentralbanken auch hinterherkommen und die Liquidität wieder rausnehmen. Und wir könnten jetzt stundenlang über das Thema diskutieren, was haben die Zentralbanken falsch gemacht? Gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen. Was könnten sie besser machen? Was muss die Politik alles machen? Lassen Sie uns noch mal zum Anleger kommen. Worauf muss der jetzt eigentlich sein Hauptaugenmerk richten? Ich möchte es mal in zwei Blöcke zusammenfassen. Auf das Thema, bleibt die Konjunktur so stabil, wie wir ja glauben? Wird es also weitere Ertragssteigerungen der Unternehmen geben, hohe Dividenden etc.? Oder muss man vorsichtshalber mehr auf dieses Thema Schuldenkrise, Währungskrise, Bankenkrise achten? Also ich bin der Meinung, das Thema Schuldenkrise wird immer wieder kommen. Das hat ist fast schon ein Klassiker, der sich da abzeichnet. Eine Art Running Gag, warum die Märkte, wir haben es am Jahresauftakt gemerkt, waren überverkauft, man hat ein Thema gebraucht, man hat das Thema gefunden. Natürlich begleitet uns das strukturell. Aber ich mache die Beobachtung, dass hier eine Menge Druck aufgebaut wird zur Behebung. Das beruhigt mich. Aber wir sind noch nicht da, dass sie behoben ist. Also ein bisschen zur Seite schieben. Für mich ist ein ganz großes Thema das Thema Kaufkrafterhalt. Das haben viele Anleger überhaupt nicht auf dem Bildschirm, ist meine Erfahrung. Das heißt für mich, ich sehe schon, dass wir über 2012 hinaus ein Inflationsrisiko haben. Ich rede nicht von einer grassierenden Inflation, aber von einer, die möglicherweise über 2,5% rausläuft. Stichwort Liquidität der Zentralbanken zum Beispiel. Da muss ich drauf achten und deswegen mein Eingangspetitum nochmal, wer nur auf Geldmarkt und auf Anleihen setzt, macht einen Fehler. Über die Sachwertanlagen als Alternative reden wir gleich. Herr Seibold, wenn Sie mit Ihren Kunden sprechen, spüren Sie auch, dass die insbesondere mit Blick auf Geldentwertung, auf Inflation Sorgen haben? Eigentlich nein. Vordergründig vielleicht ja. Beim konkreten Nachfragen zerstreut sich meistens diese Sorge relativ schnell. Also ich denke auch, das Thema Inflation wird sehr übertrieben betrachtet. Und ich würde durchaus dem Statement gerade ein bisschen widersprechen. Euro-Sorge ad acta gelegt, weil ich durchaus denke, im Moment ist es ein scheinbar sicherer Hafen. Es ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Es gibt den Rettungsschirm, die EU-Minister tagen etc. Es wird über Ausweitung gesprochen. Nur lassen wir die nächste neue Krise kommen. Spanien muss sich refinanzieren mit Schwierigkeiten vielleicht diesmal. Dann wird das Thema Euro sofort wieder latent auf den Tisch kommen. Wir sehen also Optimismus, ja, Zuversicht mit Blick auf die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, aber Sorgen, die durchaus unterschiedlich sind bei den Experten. Der eine mehr in Richtung Inflation, der andere mehr in Richtung Währung. Wir wollen im zweiten Teil unserer Diskussion einmal nachfragen und darüber nachdenken, was das ganz konkret für Sie als Anleger bedeuten kann.